brauchst du einen Getränkespender. Ich war noch nicht so glücklich. Oh mein Gott, sie raucht. Gute Freunde, wir werden heute 100 Euro innerhalb von 10 Minuten bei Telly ausgeben. Und Leute, das Beste ist, das Geld ist nicht meins. Bedeutet, ich kann es ausgeben und verliere dadurch nichts. Ich werde mir so viel Müll holen, dass ich damit glücklich werden kann. Als hätte ich nicht schon genug, Leute. Okay. Ich würde sagen, wir ziehen uns an und dann gehen wir direkt los zu Teddy und gehen an Shopping Queen, Leute. Heute werde ich zur Shopping Queen. Wisst ihr eigentlich, warum es Teddy geworden ist? Das liegt daran, Leute, wir haben euch auf Instagram ceo.co gefragt, wohin wir gehen sollen. Jetzt gab es zur Auswahl Teddy, Flying Tigers und ein Euro-Shop und die Mehrzahl wollte halt dann Teddy. Und ich sage euch ehrlich, sagt ihr Teddy oder Teddy? Schreibt mal Kommentare, Teddy oder Teddy? Auf jeden Fall, Leute, Eric ist noch immer krank, die liegt noch immer im Bett und viele meinten auch, ob er keine Rückenschmerzen hat oder so, wegen dem Video, was gestern kam. Aber Leute, das war vorgedreht, das heißt, das war vor dem Unfall. Eric liegt bis jetzt noch immer im Bett, knockt. Also ich werde mir 100% Schleim kaufen, Leute, deswegen habe ich nur 10 Minuten Zeit. Also Geld zu verballern, was nicht mir gehört. Bei irgendwas zum Schlürfen 100%, weil ich merke jetzt schon, ich habe Durst bekommen. Leute, ich bin 2 Sekunden in diesem Laden drin und ich bin komplett verblüfft. Jetzt schon, ich bin so in love. Eine Schultüte für mich zu meinem ersten Schultag. Ich kann nicht mehr. Oh mein, ey, aber die sieht voll fancy aus. Leute, die kommt mit. Okay, er kriegt eine Wassermelone von uns geschenkt, Leute, weil sie ist ja noch immer krank. Maskete. Wieso finde ich so Müll so attraktiv? Leute, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Alter, das war ein Sushi-Kissen. Ich liebe Aufbewahrungsboxen. Leute, die 2 Dinger nicht mit. Da ist ein Unicorn drauf und da ist auch ein Unicorns drauf. Das ist für Egg, Leute. Wenn sie ja krank ist, dann kann sie daraus essen. Ich sag dir ehrlich, am meisten, ich freue mich auf meine neue Union Bowl. Das ist so krass, die Bowl. Ich brauche so einen Getränkespender. Ich war noch nie so glücklich. Ich schwöre auf alles, ich war noch nie so glücklich. Ich sage ehrlich, ich glaube, ich wäre Flying Tigers noch glücklicher. Weil Flying Tigers ist so krasse Sache. Wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt im Flying Tiger, schreibt jetzt Hashtag Part 2 in die Kommentare. Enttäuscht mich trotzdem irgendwie. Ich dachte, wir haben hier Slime, aber es gibt keinen Slime. Deshalb gehen wir zur Kasse und gucken, weil wie viel Euro wir sind. Wir sind wieder zu Hause, Leute, und wir sind auf 104 Euro gekommen. Ich möchte nur sagen, hätten wir diese Tüten halt nicht gekauft und Inga wollte das hier doch unbedingt, wären wir auf genau 100 Euro gekommen. Genau 100 Euro. Das heißt, Alter, ich hab's einfach drauf, Leute. Wirklich. Ich sag euch, diese Challenge würde ich überall schaffen. Wir haben 2 große Tüten und das waren die größten Tüten, die es dort gab, gell? Will ich hier kurz erwähnen. Und jetzt zeige ich euch, was da drin ist. Und dann probieren wir die Sache natürlich aus. Gott. Zuerst, Leute, fangen wir hier an. Ihr wisst ganz genau, wo ich Auge geschoben habe, Leute. Auf Amazon mit diesem Video da. Genau das habe ich jetzt, Leute. Das ist ein Getränkespender. Ich habe einen Getränkespender. Ihr müsst euch den vorstellen. Kommt da hoch, Leute. Und immer, wenn ihr reinkommt, könnt ihr was schlürfen. Schreibt in die Kommentare, was ich da reinmachen kann. Coca-Cola! Wie wär's mit Eistee? Und hier steht drauf Summer. Aber Summer ist jetzt eigentlich gone, Leute. Eigentlich sollte es gone sein. Aber draußen ist es richtig heiß geworden. Deshalb sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Dann, Leute, ein Sushi-Plüschtier extra in Pink, Leute, schenkt mir Egg. Dann kann Egg damit kuscheln, weil sie ist ja noch immer krank. Dann, oh mein Gott, Leute, das ist so süß. Das hier ist ein Schwein, das ist so süß, zum Körper einreiben. Ein Duschschwein. Hausschuhe, weil ihr wisst, Winterschuhe vor der Tür. Ich glaube, die überleben nicht lange, weil die sind weiß. Das ist eigentlich so ein Ding, das habe ich gesehen, das habe ich gemerkt, okay, das brauche ich einfach. Sekundenkleber, 5 Stück, braucht jeder. Das ist so süß. Einhorntücher. Oh mein Gott. Die Sachen sind so sinnlos und so ohne Grund, Leute, sind so gut. Dufterfrischer, ey Leute, das war notwendig, Alter. Eins kommt ein Eckzimmer. Dann hier diese Grinch-Tasse. Aber Leute, ich verstehe nicht, wie ich das hier aufkriege. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das ist ein Schokoladen-Kakao-Set. Dann, Leute, das ist mein Favorite. Das kommt auf die 1. Eine neue Rahmschüssel. Das ist meine neue Rahmschüssel, Leute. Und die ist riesig. Riesig. Ich kann da meine Rahmen reinbaden und noch extra Toppings machen, ohne dass ich Angst habe, dass es rüberläuft. Hallo. Digga, das war das Beste, was ich geholt habe. Wirklich, Leute, ey. Das hier wollte Inka. Das sind diese Maisbällchen mit Geschmack. Die sind sehr groß. Die sind wirklich groß. Es ist so viel Müll. Okay, jetzt kommen wir zur zweiten Tasche. Und ich habe nichts für meine Kaninchen gekauft diesmal. Seid stolz auf mich.
zuerst was zu trinken, Leute, weil es war wirklich unaushaltbar. Weihnachtssocken für mich mit Anti-Rutschke. Ja, Leute, Füchse sind es. Das Egg von mir geschenkt. Dann, apropos Egg, Hami ist ein Paw Patrol Dinnerware Set gekauft, weil sie ja gerade noch in ihrem Bett liegt und halt nicht rauskommt. Und dachte ich mir so, komm, da kriegt sie ihre eigene Schüssel. Oh mein Gott, egal. Wie staubig das ist. Egal, für Egg. Dann Pflaster, Leute. 40 Stück. Tiermuster. Wildtiermuster. Das ist auch für Egg, weil wie gesagt, sie liegt im Bett und hat Nackenschmerzen. Dann macht sie einfach so und dann... Leute, ich glaube, sie wird sich freuen. Wir haben so viel für sie gekauft. Pink Stuff. Ich habe es auf TikTok gesehen, gell. Und wir riechen auch gleich dran, Leute. Es soll nämlich richtig krass riechen. Handwärmer für den Winter, der vor der Tür steht. Das ist meine Top 2, Leute. Und zwar eine Kerze mit Schmuck drin. Und die müssen wir direkt am Anfang anzünden, weil vielleicht ist der Schmuck ganz oben. Vielleicht finden wir es auch in diesem Video schon. Unicorn-Taschentücher. Sehr, sehr wichtig. Denkst du, die riechen, Inga? Nein! Neue Extension. Für mich. Inga hat gar nicht gemerkt, dass ich die habe, Leute. Da habe ich noch 16 Kaktusbecher, Leute. Weil meine Becher sind ja leer gegangen. Und jetzt habe ich endlich wieder welche. Ein Raumspray. Und meine allererste Schultüte für... Warum ist hier unten nass? Wer war das? Ich hoffe, dass irgend so ein Kind so dran gekaut hat. Testen wie immer. Was testet zuerst aus? Die Kerze, die machen wir jetzt direkt an. Das müssen wir machen. Oh, ist die hässlich. Egal. Ist gut? Ja! Was? Kommt, Leute, kommt hoch. So, Entschuldigung. Ihr müsst weg. Die sind nicht mehr zu gebrauchen. Wir machen hier direkt auch Platz für unser Schlafgetränk. Okay, Leute, haben wir jetzt erstmal nur Wasser rein, weil wir haben nichts anderes. Oder wir gucken mal kurz bei Egg. Inga, ich mach da kein Fischwasser rein. Ich habe neue Fische, by the way. Stell dir vor, das ist so undicht, gell? Dann läuft gleich alles aus. Jetzt testen wir, Leute. Was ein schöner Sommertag. Oh, Wasser. Echt langsam, gell? Leute, wenn ihr wiedersehen wollt, wie wir 100 Euro innerhalb von 10 Minuten ausgeben, oder ob ich das packe überhaupt, könnt ihr jetzt in die Kommentare gerne einen Shop reinschreiben. Leute, ich bin für Flying Tigers. Bitte spammt in die Kommentare. Hashtag Flying Tigers. Ich will dahin. Ich muss dahin. Die haben so krasse Sachen. Dann, Leute, meine Haare. Wer bist du? Ich bin Lili. Hey, sieht voll süß aus. Findest du nicht? Von 1 bis 10, wie gut sehe ich aus? 10. Wir öffnen jetzt meine Schultüte und gucken mal, was drin ist. Leute, das ist meine erste Schultüte seit so vielen Jahren. Ein Glückskeks. Lern fleißig und recht viel, dann erreichst du auch dein Ziel. Ich weiß, dass das mit meinem Führerschein gemeint ist. Ich weiß es einfach. Hier liegen Blätter für Führerschein lernen, Leute. Und auf jetzt kommt noch dieser Zettel dazu. Also, Universum will mir irgendwas sagen. Zell, mach ich halt Führerschein. Inga, erinnerst du an diese Kaugummis? Ey, Leute, die sind so wild, gell? Das sind diese Kaugummis, die ihr für 10 Cent pro Stück gekauft habt bei diesen Automaten. Oh mein Gott, die sind immer noch weich. Ich glaube, das ist das Letzte, Leute. Was ist das? Saure Birne! Diese Tüte war perfekt für mich, wirklich, ey. Da war alles drin, was ich geil finde. Die sind richtig gut. Es riecht so ekelhaft. Das ist ein Raumspray und der riecht echt ekelhaft. Deshalb packen wir den in unser Klo. Das, oh mein Gott! Das ist sogar leer, Inga. Oh mein Gott, wir haben perfekt gekauft. Als nächstes probieren wir meine Hausschuhe aus, Leute. Ich hoffe, die passen mir. Ich hoffe wirklich, dass alles gut läuft. Okay, 3, 2. Ich fühle mich in diesem Video wieder wie 10 Jahre alt. Falls mein Verhalten sich daran erinnert, es tut mir leid. 10. Hä? Ja, das Ding ist, Leute, hier gibt es nichts zum Ausprobieren. Okay, Leute, wir besorgen uns Getränke und dann gucken wir, ob wir die austesten können. Wir füllen unser Ding jetzt hier auf mit Sprite, weil aus so einer gleichen Gründen hatte Inga so viel Sprite in ihrem Zimmer. Das sind die Kaktusbecher, Leute. Wir gucken jetzt, wie ist es aus den Schlürfen. Stinkt dein Glas? Yeah. Ja. Warte hier. Wow. Oh mein Gott,
Sie ist raucht. Siehst du's? Ja. Oh mein Gott, und du kannst hier bleiben. Leute, ich lasse diesen Schweinchen hier. Da kann er das auffangen, wenn das tropft. Ich bin so schlau. Meine Sprite ist endlich kalt, Leute. Und oh mein Gott, das schmeckt jetzt endlich wieder wie Sprite, Alter. Davor hat es so ganz komisch schmeckt, Leute. Aber kalt schmeckt wieder gut. Inga möchte das 1 Meter Maisgebäck probieren. Deshalb tasten wir. Oh mein Gott. Meine Bowl hat auch direkt eine Verwendung bekommen. Eigentlich sollte da ja Rahmen drin sein, aber ich habe keinen Rahmen mehr, weil Inga nicht mehr gönnt. Das schmeckt so geil. Ey, wir haben gar nicht so viel Müll gekauft. Alles hat Verwendung. Ja, Mann. Im Sommer. Leute, die behalte ich. Die schenke ich Egg an Weihnachten. Die Socken probieren wir auch aus, Leute. Inga, die sind perfekt. Die sind so weich innen drin. Teddy-Socken approved. Mit Rutsch sogar. Leute, Anti-Rutsch. Tigerpflaster. Oh, Inga, damit können wir Egg zukleben. Obwohl, ich klebe mich selber drauf. Warte, oh mein Gott, was haben wir? Was haben wir? Was für ein Wildtier? Oh, Inga, welches soll ich nehmen? Nehme. Oh mein Gott, sind die süß. Warte, ich klebe mich hin. Dann fragt jeder, ob ich geimpft wurde. Jetzt gucken wir, ob die wehtun. Oh Gott, was soll ich mir ganz so hinkleben? Okay, Leute. Ey, die nehme ich auch safe mit in die Schule, Alter. Junge, voll praktisch, Alter. Okay, warte, noch ein bisschen Naschis, Leute. Machen wir weiter. Das muss ich gar nicht klären, Leute. Ich zeige jetzt nicht, wie Sekundenkleber benutzt wird. Und das sind einfach Putztücher. Ich habe die gekauft, weil die in Form eines Regenbogens waren. Aber wir haben jetzt solche Mikrofasertücher. Hey, die sind voll groß, glaube ich. Ja, voll gut. Wow. Okay, der bleibt. Hä? Ich habe gar keinen Müll gekauft. Alles ist voll nützlich. Jetzt das Pink Stuff. Ich will nur dran riechen. Jetzt riecht nach Erdbeermarmelade. Nein. Okay, und was macht man damit? Putzen. Da kann man eigentlich alles putzen, steht hier. Reiniger für Ölbasis. Oh. Also Glas sollte man auf jeden Fall nicht putzen. Ich habe gerade gesagt, man kann alles damit putzen, Leute. The Pink Stuff from TikTok. Wenn ihr das kennt, schreibt jetzt Hashtag Pink Kommentare. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt benutze. Ich werde es nie wieder weich machen. Trotzdem benutzen wir es jetzt. Ey! Oh mein Gott, Inga, ist das so geil warm. 100 Taschentücher und meine Frage ist, ob die nach irgendwas riechen. Inga, ich habe das Gefühl, die riechen so richtig geil. Was denkst du, Inga? Ich glaube gar nichts. Ich glaube, das wird nicht riechen. Du hast recht, sie riechen absolut ekelhaft. Leute, das sind Lufterfrischer und wir gucken mal jetzt, welchen Duft soll ich nehmen, Inga? Frische Wäsche oder Berry? Boah, frische Berry. Wäsche. Was? Wir machen einfach beide auf, okay? Boah. Wir gucken auch direkt, wie frische Wäsche riecht. Jetzt riecht keine frische Wäsche. Boah, das soll messy. Ich verteile alle jetzt und dann sehen wir uns wieder. Das ist ein Grinch Kakao Set und ist befestigt mit einem, wie heißt das? Kabelbinder. Da ist so eine Grinch Mütze drauf. Und dann hier drin ist einfach Kakaopulver. Hä, ich habe viel mehr erwartet. Da habe ich noch so Marshmallows oder so. Und so schenke ich es Egg an Weihnachten. Natürlich mein Sushi-Kuscheltier, Leute. Das packe ich bei Egg ins Zimmer. Bei Egg ist eher so oder so pink. Und apropos Egg, die restlichen die Sachen, die wir haben, die sind jetzt für Egg und stehe ich euch kurz vor. Paw Patrol Dinner Set. Vielen Dank. Und das wunderschöne Ding hier. Und damit gehen wir jetzt rüber zu Egg. Egg wird sich wahrscheinlich eh nicht zeigen, aber ich hoffe, sie freut sich. Ich fühle mich wie Santa Claus. Ich glaube, die wird dich anschreien. Glaube ich auch. Ich habe was für dich. Okay, dann ein Paw Patrol Dinner Set für dich. Oh mein Gott, Inga. Wie staubig das ist. Ich stelle sie mal hier hin. Und für deinen Nacken, guck mal. Oh. Gut, gell? Gell, du bist gut. Ich wusste, es gefällt ja. Ach, für dich. Okay, tschüss. Krieg auch für dich, Egg. Also Leute, Egg ist ganz klar das Problem für ihr Zimmer, weil meine Mutter hat ihr Zimmer aufgeräumt und seitdem sie nicht mehr aus dem Bett kommt, ist das Zimmer sauber. Tschüss, Egg. Und Leute, ich kann das machen, weil er kann nichts machen. In diesem Video habe ich gefühlt nur gute Sachen gekauft, also wirklich kein einziges Schrott. Schreibt mal Kommentare, was fanden die am besten und am praktischen. Ich sage euch ehrlich, diese Schüssel ist mein Leben jetzt.